Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal As Reiter. Wir sind in Folge Nummer 63 von Oxygen Not Included. Der Mordrak hat mir ein Video zur Verfügung gestellt, wo er, glaube ich, 3 Stunden und 14 Minuten hier in dieser Basis etwas ändert. Er hat den Spielstand ja gekriegt, hat mir gezeigt, was alles macht. Also, so viel wie da ist, kann ich gar nicht alles machen. Aber er hat mir ganz viele Tipps gegeben, die muss ich nochmal gucken. Und das Erste, was ich jetzt tun werde, ist, dass wir unser Sauerstoffproblem lösen. Das heißt, wir werden hier sofort anfangen, hier das alles freizuschaufeln, damit der CO2 hier unten hin kann. Das werden wir dann im Intro als Erstes tun. Bis gleich. So, also, dann legen wir mal los. Wir haben ja vor, auf jeden Fall dieses Wasser hier runter zu kriegen. Und hier hat er mir auch gesagt, dass ich hier nur maximal 2 Kilo Wasser drin haben müsste, damit das funktioniert. Das würde bedeuten, wir können rein theoretisch hier oben, oder wir machen das mal hier, auf jeden Fall was weg. Das können wir mal jetzt zerlegen. Und dann werden wir das Wasser hier ablassen, dann muss da gar nicht so viel drin sein für den Bleistein, ne? Das ist schon mal klar. So, dann müssten wir jetzt hier schauen. Wir haben ja so diese Ebenenstufen gemacht. Das ist nur die Frage. Ach, vielleicht können wir das Wasser auch erstmal da unten auffangen, was hier so ist. Was haben wir denn hier für Zeug drin? Wasserstoff, okay. Machen wir ein Streichholz dran, dann ist das weg. Okay, ist es nicht. Hier wollten wir gucken, was für ein Teil da unten steht. Und ja, werden wir jetzt mal schauen, dass wir hier buddeln anfangen. Ich glaube, wir können jetzt, warte mal, temperaturmäßig sollten wir vielleicht mal einmal noch gucken. Okay, da unten wird es warm, da oben erstmal nicht. Und dann würde ich fast vorschlagen, wir machen Isolierziegel ab hier erstmal. Da so rein, ne? Diese beiden müssen wir abbrechen. Und machen da auch Isolierziegel rein. So, ach, habe ich Material ausgewählt. Ich hoffe, das ist das Richtige. Magmatit, passt. Gut, dann haben wir das erstmal da reingebuddelt. Das bedeutet, wir müssen, also das haben wir noch nicht reingebuddelt. Buddeln tun wir erst hier mit. Und machen das erstmal so. Da kommt schon einer und liefert, damit da unten die Steine fertig gemacht werden, ne? Okay, das wird hier erstmal die Höhle für den Sauerstoff. Schauen wir weiter. Da wird erstmal reingebuddelt. Das passt dann erstmal. Wir können hier das gleiche noch weiter buddeln. Hier können wir das auch noch. Graben ist hier, ne? Hier können wir das auch mal machen. Hier können wir das nicht machen, dann käme das Wasser runter, obwohl das auch nichts Schlimmes erstmal wäre. Der Stein ist tatsächlich schon weggesetzt. Sehr gut. Und hier, weiß ich nicht, kommen sie da hoch oder kommen sie da nicht hoch? Das ist die Frage. Wir wollten auf jeden Fall gucken, dass hier das Wasser runterkommt, ne? Ach und so, dann hat der Mordrak hier auch mit den ganzen Containern gesagt, alles rausschmeißen und sowas und dann wieder rein und... ist alles viel auf einmal, was er da mir erzählt hat. Leitung hier hat er auch umgebaut und was er alles gemacht hat, der Mordrak, das ist richtig cool. Ich muss mir das Video Stück für Stück, glaube ich, angucken und gucken, dass ich das umsetze. Hier können wir Fertigkeiten der Duplikanten erweitern. Das ist hier der Travaldo. Und der verbessert die Tragfähigkeiten. Das ist ganz brauchbar, denke ich. Gut. Duschen haben wir genug, hat er geschrieben. Wir müssen hier gucken mit Kohle. Ist auch, ja, wie gesagt, es ist sehr, sehr viel. Hier noch einen zweiten auf jeden Fall hinstellen, damit wir mehr Strom haben. Strom ist hier, Strom ist da. Und ich glaube, wir machen den dahin. Und hier, was haben wir hier denn für einen Chlorglas, Chlorgas-Schlot? Strom haben wir hier. Die Leitung hat er dann größer genommen. Waren das hier die Fikalleitung? Ich hoffe ja. Starkstromkabel oder war das das? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir das hier verbinden. Okay, da kommen wir wohl noch nicht dran, aber er zeichnet mir die auch nicht ein. Auch sehr interessant, ne? Dann lass uns hier auf jeden Fall das noch weggraben erstmal und die können wir verbinden. Und hier müssen wir gucken, ist das mit der Batterie auch verbunden? Das war nämlich auch noch so eine Geschichte. Nee, das sollten wir hier auf jeden Fall auch tun.
Die Batterie in dicken Kabel verbinden. Ich glaube, das sind noch keine dicken Kabel. Doch, das sind schon dicke Kabel, okay. Ne, dann passt das. Aber hier sollten wir auf jeden Fall weitermachen mit dicken Kabeln und da auch. Und das können wir hier zerlegen. Das brauchen wir nicht. Und hier unten war auch noch eins zum Zerlegen. Das brauchen wir auch nicht. Das wird dann angeschlossen. Wird aber erst noch dauern, bis das passiert. Da muss eine Schleuse hin. Schleuse, Schleuse, Schleuse. Manuelle Schleuse, damit die Wärme da drinnen bleibt. Und der hat mir auch gezeigt, wie das hier so mit dem Automatikding da ist, dass das hier von da darüber geht und sowas, damit ne, diese Teile da reinkommen. Der hat so viel gebaut, ich konnte mir das alle gar nicht merken. Ich muss, wie gesagt, das eins nach dem anderen machen. Hier zum Beispiel bauen wir erstmal rein, das ist wichtig. Hier müsste weitergebaut werden, damit wir das Wasser da oben ablassen können, was ich jetzt will noch. Hier hat er auch Änderungen überall gemacht mit dem Sauerstoff. Das ist auch alles gar nicht gut. Hier diese Pumpen soll ich mal schnellstens alle abmachen, weil das alles gar nicht funktioniert. Also funktionieren tut das schon, aber das kostet alles viel zu viel Strom, hat er geschrieben. Das Ding muss von alleine runter. Machen wir erstmal. Gut, duschen tun sie alle. Viel zu viele Duschen da, hat er, glaube ich, auch gesagt, meine ich. Aber das ist jetzt auch halb so wild. Wir müssen hier noch auf jeden Fall eine Tür setzen, damit das Räume werden. Hier haben wir schon was freigeräumt. Ne, haben wir noch hier nur gesagt. Und dann geht es aber nicht, weil der da auch noch im Weg ist. Ich glaube, wenn wir den wegmachen, können sie da auch hoch und dann klappt das. Und hier müssen wir auf jeden Fall das als erstes ausheben, damit die da hin können. Hier brechen wir erstmal das hier noch ab, sonst bauen die uns da nachher Steine in den Weg, die wir nicht gebrauchen können. Warte mal, dann muss der eine noch abgebaut werden. Gut, wie sieht es hier oben aus gerade? Für mich jetzt. Das Biom können wir hier oben noch weiter durchziehen. Das ist hier oben noch immer Schnee und sowas. Ne, Graben nicht, Leiter wollte ich bauen. Schnee, da ist unbekannt. Lass den Schnee mal da erst so sitzen. Da gibt es sogar noch Algen, sehr gut. Die müssen wir auf jeden Fall auch noch machen. Haben wir hier, ach ja, da sollten wir, ich glaube, das andere war schon Kupfer und sowas. Ich glaube, das passend habe ich hier schon eingestellt. Da hat er auch Änderungen gemacht. Definitiv welche. Hier, aber wir Temperatur erst wieder gucken. Oh, da ist voll warm und da ist voll kalt, ne? Das ist jetzt so ein bisschen schwierig, was man da macht, ne? Rein theoretisch müssten wir dann eigentlich hier sagen, wir machen ja die Wand zwischen, ne? Hier ist kalt. Oh, da geht es noch kalt weiter rüber auch. Okay. Krass. Weiß ich jetzt nicht, wie wir das weiter handhaben. Aber eigentlich müssten wir das hier isolieren, ne? Also, warte. Den nochmal. Jetzt baut er natürlich, ist klar, ne? Naja, war ja auch abzusehen, dass das kommt. Was der Mordag mir auch gesagt hat, dass wir das so machen sollten. Warte mal, wir machen das erstmal hier nochmal weiter mit den drei Ziegeln nach da. Diese, ja, kann man abbauen, aber da muss erstmal die Leiter abgebaut werden. Dann hat er gesagt, dass ich ja so diagonal auf jeden Fall bauen soll. Weil dann klappt es auch mit dem Dingens, ne? Warte, hier kommen sie hin. Dann müssen wir da abbauen. Da, dann kommen sie darüber gehüpft. Dann können sie darüber hüpfen. Ja, irgendwie so wird das dann werden. Dann kriegen wir das weg. Dann müssen wir den wegmachen und dann können wir den wegmachen. Nicht wegmachen, dann können wir den zubauen, hat der Mordrak geschrieben. So, vielleicht klappt das so. Aber vielleicht auch nicht, weil es schon zu hoch ist. Dann müssen wir da noch eine Leiter hinmachen. Kriegen wir aber auf jeden Fall. Okay, dann sollen wir den vielleicht doch noch abreißen. Oh, ihm ist kalt, ist klar, weil es hier oben so kalt ist, ist auch klar. Und dann machen wir da einen richtigen Ziegel hin. Okay, da wird jetzt auf jeden Fall was gemacht. Vielleicht macht hier auch einer was mit dem Dingens. Ja,
dann können wir das auch dahin bauen. Und dann mache ich die Prio mal gerade hoch, damit das fertig wird. Dann sollte es hier auch nachher nicht mehr ganz so kalt sein, ne? Oder? Aber hier fällt gerade die Kälte wahrscheinlich richtig rein. Habe ich auch noch nie drauf geachtet hier. 9 Grad. Ah, hier ist doch Minusgrade und hier sind schon Plusgrade, ne? Und dann müssen wir gucken, wie wir das hier mit der Temperatur runtergekühlt kriegen. Es ist ja reichlich da, ne? Müssen wir schauen, auf jeden Fall. Hier sind sie auch wunderbar am Arbeiten jetzt. Das heißt, wir graben auch hier noch weiter. Und das können wir jetzt hier auch so wegmachen dann. Und dann muss man hier noch genau überlegen, was für ein Zimmer man da baut. Hatten wir noch einen hier in dem großen Raum? Ja, das Bett will ich noch woanders hin haben, damit das dann auch weg ist. Gut, hier wurde schon tatsächlich abgebaut. Das heißt auch gleichzeitig, wir können hier dieses zerlegen. Und die Stromleitung auch wegmachen. Oh, das wird eine hohe Aufgabe. Was haben wir hier? Wir haben irgendein Dingens geschafft. Hilfspaket, schicker Anzug und Hilfspaket Barbecue. Okay, schicker Anzug. Erhöht die Dekoration in einem kleinen Bereich um den Träger herum. Kann an der Kleidungsschneiderei zu erstklassiger Kleidung aufgewertet werden. Wie viel Essen haben wir? 27. Das hat der Mordrei auch geschrieben da drin, wie man das noch optimiert. Und ich würde jetzt fast sagen, wir nehmen mal den schicken Anzug. Und den können wir irgendeinem zuweisen. Eigentlich ist es egal wem, oder? Machen wir Bird. Hier kann der Strom weg, hat Mordrak geschrieben auch, weil die brüten auch dann alleine aus. Oh, der erste ist hier unten, sehr schön. Und dann können wir gleich hier die drei Dinger auch noch ausgraben, dann sind wir hier auch gut unterwegs. Okay, das hat schon mal geklappt, dass einer da unten ist. Dann müssten wir jetzt hier noch so eine Brutstation natürlich auch haben und so, ne? Warte mal, wie viele sind denn jetzt hier? Mürrisch verhungert, untätig, zahm, mürrisch verhungert, Zeit bis zum Tod, unerreichbar außerhalb vom Stall. Pflegestation. Ah, das ist jetzt hier, weil da hinten noch offen ist wahrscheinlich, ne? Und so ein, das hat der Mordrak auch hier so irgendwie anders gebaut. Mit einer Wand, die so hoch ist und da drunter. Und dann hat er gesagt, dann können die da nicht, dann gilt es noch als ein Raum irgendwie, aber die können hier nicht rüber und so. Und ja, ich weiß es nicht. Es wird auf jeden Fall hier einige Änderungen geben müssen. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Kein Strom liegt aber jetzt daran, dass da okay, weil es wahrscheinlich hier überlastet ist, oder? Oder weil hier, ja, guck mal, der zweite ist jetzt schon an, aber er hat keinen Anschluss. Das ist ganz schlecht, ne? Dass der schon fertig ist, habe ich gar nicht mitgerechnet. Kabel, die. Und das ist hier hohe Prio mal gerade. Machen wir so. Damit das vorangeht, ne? Hier hätte ich gerne auch noch höhere Prio, damit wir hier auch weiter ausgraben können. Ich weiß gar nicht, ob die da hochkommen, aber müssten sie eigentlich. Der verbraucht uns jetzt hier nämlich gerade die Kohle, die wir auch nicht haben, ne? 36,6 Tonnen sind zwar was, aber die geht alle, hat der Mordrak auch geschrieben. Und hier müssen wir weiter gucken noch. Also wenn ich das jetzt so sehe, also die haben jetzt nichts zu meckern mehr, weil es hier zu viele sind, oder? Attributserhöhung, okay. Kolonieerfolg, den habe ich auch noch gar nicht angeguckt. Was haben wir denn für einen Erfolg? Okay, da gibt es mehrere. Sie haben sich erholt. Oh, da war einer krank von uns. Okay, gut. Und irgendwer niest hier ja immer rum. Niesbett, hätte ich jetzt gesagt, ist es aber nicht. Ellie war es, glaube. Unbedingt Ellie Tabletten verschaffen, damit sie... wo ist die Apotheke hier?
Vielleicht können wir da ein paar Tabletten machen für Antiallergen. Allergiemedikament. Dornblütensamen und Erde braucht man dafür, okay. Haben wir jetzt nicht, oder was? Aber irgendwann haben wir die doch, oder? Vielleicht kriegen wir das für Ellie gemacht. Gut. Und es läuft noch viel zu viel hier, ne? Ah, die Pumpe sitzt da noch. Können wir mal gucken, dass wir hier was weggraben. Objekten fehlen Ressourcen im Grill. Normalrader. Knorpelbeeren. Ja. Lassen wir erstmal so. Und wir müssen noch weitermachen, wie auf jeden Fall. Hier fehlt Sauerstoff. Das läuft also auch nicht richtig. Das hat der Mordrak auch erarbeitet da. Ja, das müssen wir hier irgendwie dann umbauen, ne? Irgendwie müssen wir das umbauen. Ins Overlay wollte ich. Aber nicht in das, sondern ins Lüftungsoverlay. Also da kommt jetzt was rein. Das Schmutzige geht hier hin, denn das ist auch richtig. Hier sollte noch mehr Schmutziges hin. Und dieses mehr Schmutzige kommt von wo? Da passt doch was nicht, oder? So, das war schon der Gedanke an dieser Umbauaktion, ne? Okay, das bedeutet, so geht's nicht. Dieses Rohr machen wir dann da dran, ne? Und den Rest müssen wir abreißen. Da gibt es dann auch Material zurück und so, ne? Alles wegreißen. Und dann müssen wir noch den Stromoverlay auch haben. Weil da ist es genauso, dass wir das auch noch abreißen können hier alles. Zerlegen ist schon an. Kann alles weggerissen werden, sagte Mordrak. Rohstoffe wiederkriegen, ne? Und das kam von wo? Von da. Ja, weiß ich nicht. Hier fehlen sogar noch welche, weil da der Berg zu ist. Deswegen ging es auch gar nicht dahin. Machen wir so erstmal weg. So, Aufgabe erfüllt erstmal. Und ich denke mal, wir machen hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Das hier muss fertig werden.